Willkommen im Paragraphendschungel, Aufzucht und Pflege des Jurastudiums in den ersten Monaten. Du spielst mit dem Gedanken, Jura zu studieren und siehst dich bereits als nächsten Danny Crane? Der Zulassungsbescheid ist in deinem Briefkasten gelandet und jetzt fragst du dich, wie es weitergeht? Willkommen im Paragraphendschungel. Hier versuche ich euch, ein paar Basics mitzugeben für euren Start ins Jurastudium. Ein wichtiger Tipp gleich zum Anfang. Verabschiedet euch von den Schulstrukturen. Die Umstellung von der Schule auf die Uni ist oftmals echt schwer. In der Schule war schließlich alles strukturiert und die Bahnen ganz genau vorgegeben. An der Uni ist das anders. Die Vorlesungen stehen zwar fest, aber damit ist die Arbeit noch lange nicht getan. Eigeninitiative ist gefragt. Zwar bekommt ihr einen Vorlesungsplan, aber an den meisten Unis gibt es tatsächlich keine Anwesenheitspflicht für Vorlesungen. Informiert euch also, zu welchen Veranstaltungen ihr zwingend anwesend sein müsst und zu welchen nicht. Lernen müsst ihr selbst und auch wissen, wie ihr am besten lernt. Setzt euch also mit eurem Lerntyp auseinander. Wie lernt ihr am besten? Seid ihr eher der Bücherwurm, der sich das Wissen aus den Zeilen der Bücher nur so heraussaugen kann? Oder seid ihr eher der Zuhörer, der in einer Vorlesung das Wissen abspeichern kann? Seid ihr eher der Mischtyp, der ein bisschen aus allem braucht, um zu lernen? Findet es heraus, und zwar bevor die Vorlesungen anfangen. Das hat auch einen guten Grund. Die Vorlesungen im ersten Semester sind Basiswissen. Es ist wie beim Hausbau. Erst kommt das Fundament und dann die einzelnen Etagen, das Dach und die Außenwände. Die Vorlesungen des ersten Semesters sind Basiswissen, was euch verfolgt bis zum Examen. Meistens sind es BGB-AT, Strafrecht-AT, Grundrechte oder Staatsorga je nach Universität verschieden und eines der Grundlagenfächer wie Rechtsgeschichte oder Rechtsphilosophie, auch das ist abhängig von der Uni. Gerade die ersten Semester sind wichtig für das ganze Studium. Hier werden euch die Grundlagen vermittelt, das Fundament, auf dem ihr bis zum Examen aufbauen müsst, denn das Wissen der ersten Semester ist notwendig für den großen ganzen Rest. Eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, ist der Besuch von Vorlesungen sinnvoll? Es gibt auf diese Frage keine allgemeingültige Antwort. Vielmehr müsst ihr selbst entscheiden, ob euch die Vorlesungen etwas bringen oder nicht. Bedenkt aber, in Vorlesungen können Mitschriften angefertigt werden und so das Wissen auf zwei Kanälen aufgenommen werden, hören und schreiben. Dann bedenkt bitte, der Professor stellt am Ende des Semesters die Klausur. Wenn ihr also die Vorlesungen besucht, habt ihr schnell raus, was für Themen er für die Klausur wählen könnte. Der nächste Punkt ist Connections. Trefft andere Studenten, findet so gegebenenfalls eine Lerngruppe, denn es geht nichts übers Netzwerken, das werdet ihr spätestens bei der ersten Hausarbeit merken. Und natürlich, ich kann es nur noch wiederholen, gerade in den ersten Semestern ist es immens wichtig, die Grundlagen zu lernen, zu verstehen und anwenden zu können. Denn ohne diese Grundlagen werdet ihr später das Problem von Lücken haben und Lücken kostet Zeit und Zeit habt ihr ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Die nächste alles bedeutende Frage: Wie viel und wie lange sollte ich lernen? Gute Frage. Auch hier gilt, das ist wirklich eine individuelle Sache. Manch einer kommt mit der reinen Nachbearbeitung von Vorlesungen klar, andere brauchen etwas mehr Input. In jedem Fall aber gilt, Vorlesungen sind vor- und nachzubereiten. Warum? Ganz einfach, das Wissen muss auch anwendbar sein. Ihr müsst dazu in der Lage sein, den behandelten Stoff auch in einer Klausur einzusetzen. Das geht aber nur, wenn er auch wirklich sitzt. Überfordert euch aber bitte nicht gleich im ersten Semester. Die Chance dazu bekommt ihr in der Examensvorbereitung noch oft genug. Tastet euch langsam ans Lernen heran und steigert euch dann. Die reine Lernzeit ist bei jedem unterschiedlich und vor allem auch von Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet unterschiedlich. Manch einer ist eine Leuchte im Strafrecht, hat aber keinen Durchblick im Ölrecht. Einem anderen liegt Zivilrecht einfach im Blut und dafür bekommt er vom Strafrecht Albträume. Das Rechtsgebiet, was euer persönlicher Albtraum ist, braucht dementsprechend auch mehr Aufmerksamkeit. Die Gefahr, hier Fehler zu machen, ist einfach zu risikoreich. Startet also nicht gleich durch mit 8 Stunden Lernzeit, das wäre falsch. Denn was bringt es euch, die 8 Stunden durchzuhalten, wenn ihr eigentlich schon nach 2 Stunden nicht mehr aufnahmefähig seid?
Ein weiterer Punkt innerhalb der Lernzeit ist das Erlernen des Gutachtenstils und der Klausurtaktik. Denn Klausuren begleiten euch bis zum Examen. Es ist wichtig zu verstehen, wie man eine Klausur verfasst. Das ist nicht wie eine Erörterung im Deutschunterricht. Formalia sind für den Jurastudenten extrem wichtig, aus einem ganz guten Grund. Der Korrektor steht drauf und der Korrektor korrigiert eure Klausuren und gibt euch eure Punkte. Und damit ihr möglichst viele Punkte einkassieren könnt und möglichst gute Noten schreibt, solltet ihr Klausurtaktik beherrschen. Es gehört also auch zur Lernzeit, anhand von Fällen den Gutachtenstil, das Subsumieren und den Aufbau einer Klausur zu lernen. Ebenfalls ein wichtiger Tipp: Schafft eine Balance. Anders als vielfach behauptet, bedeutet die Immatrikulation zum Jurastudium nicht auch automatisch, sein Leben aufzugeben. Man darf eins haben, auch ohne Jura. Und das muss man sogar, denn sonst wird man irgendwann ein Gollum, der nur auf seine Paragraphen fixiert ist. Und das will man ja schon aus optischen Gründen nicht. Wichtig ist es, einen Ausgleich zu haben. Ein ganz schnödes Hobby. Geht golfen, boxen, malen, lest Bücher. Hauptsache, ihr macht etwas Unjuristisches. Faustregel Nummer 1. Bei Fragen erstmal die Studienordnung lesen. Es kommen diese Fragen auf: Wie viele Klausuren muss ich eigentlich wann schreiben? Hilfe, ich bin durch eine Klausur gefallen, was mache ich jetzt? Es gibt einen goldenen Tipp: Erstmal die Studienordnung lesen. Das ist kein Witz. Ihr wollt Juristen werden, also gewöhnt euch daran, Gesetze, Satzungen und Ordnungen zu lesen. Viele Antworten ergeben sich aus den Studienordnungen, eigentlich sogar die meisten Antworten. Verzichtet also auf ein Outing als faule Socke und lest eure Studienordnung. Und nun wünsche ich euch einen guten Start ins erste Semester. Im zweiten Teil meiner Reihe Willkommen im Paragraphendschungel geht es um Literatur vor dem Jurastudium und im ersten Semester.